Servus Leute, was geht ab? Crossbone, Aka Marcel wieder am Start und ich begrüße euch hier zu einem neuen Commentary. Im Hintergrund seht ihr eine Triple Nuclear auf Slums mit der AN94 erspielt. Und ja, ich begrüße euch herzlich hier zu einem neuen Commentary. Meine Stimme habt ihr bestimmt noch nie gehört, ja. Ich wurde von normaler Member, also was heißt normaler Member, Alter? Brutaler Member zu Kommentator befördert, ja. Wo ich mich auch bei Tubix sehr bedanken muss. Ein großes Teil für mich. Also mein Gamertag ist It's Crossbow, PSN halt. Und ja, dann stelle ich mich mal hier mal kurz vor. Ich heiße Marcel, bin 15 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Saarland, ne? Ja, jetzt habe ich gestartet. Sorry, dass ich manchmal so ein bisschen hier stotter oder so. Ist mein erstes Commentary, müsst ihr verstehen, ja? Müsst ihr verstehen, ja? Also ich bin auch nicht nur ein normaler Member hier im Clan, ich bin auch ein krasser Rapper, muss ich echt sagen. Also ich will ja nicht pushen, nein, Spaß beiseite hier. Aber ich kann echt brutal Double Time, ich schwöre, Alter, ihr müsst mal Luke fragen, Alter. Also This is Rage, ja. Müsst ihr mal fragen, Alter, ich rappe immer die Lobby weg. Naja, Spaß beiseite. Und ja, ich werde hier auf diesem Kanal auch als Kommentator tätig sein, was mir auch eine große Freude bereitet, ja. Und danke an dich nochmal, Tubix, dass ich hier ein neues Commentary bringen darf, ja. Krasses Teil von dir und ja, dann fangen wir mal an. Über was soll ich noch reden, ja? Anfangs nur, als ich in den Clan kam, ist schon länger her. Ich wollte mich schon vorher so zeigen auf dem Clan-Channel, aber als ich in den Clan kam, war Nedex noch ein treuer Leader, also ein guter Leader. Ja, ich kam so mit in die Lobby mit This is Rage und dann, suchten wir klar, ne? Wir wollten so X-Reload, weil wir sind aus dem anderen rausgegangen, da gab es zu viel Beef, zu viel Streitigkeiten und Scheiß, ja. Wir wollten zu X-Reload, aber dann auf einmal kam so ein Typ, der hieß Nedex in die Lobby, ja. Ja, habt da Bock in meinen Clan, ja, habt da eine Double Cam. Ah jo, Alter, haben wir Double Cam, hab ich gesagt, ne. Ja, da hat er so gesagt, ja, This is Rage hat noch keine Double Cam, hab ich so gesagt, ja, ich bilde den noch aus und dann durfte der auch in den Clan, ne. Und ja, seitdem sind wir ein sehr erfolgreicher Clan. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall bin ich dann halt in den Clan gejoint. Hab mich dann mit so ein paar Leuten angefreundet sozusagen. Sind auf jeden Fall ziemlich nette Leute. Und ja, Double Camps, Camps gerissen. Immer 6-Mann-Party, manchmal auch Solo. Aber es macht richtig Bock mit denen zu zocken. Also wenn man mit denen zockt, dann ohne Scheiß, da kannst du bis 18 Uhr zocken und du merkst nicht, dass du 6 Stunden gezockt hast. So schön ist das, ne? Spaß beiseite. Auf jeden Fall, wo war ich denn? Als ich dann in den Clan kam, habe ich mich halt mit allen angefreundet. Und dann irgendwann habe ich so viel Ghost gesuchtet, ja, dass ich keinen Bock mehr auf Ghost hatte, ja. Ich war 2 Monate weg vom Fenster, ja. Und es heißt ja, man darf ja nicht inaktiv sein. Aber die Leute, ne, meine Clan-Member haben mich nicht gekickt, ja. Ich bin vom Urlaub gekommen, im Urlaub war auch richtig geil, da muss ich auch mal ein bisschen erzählen, damit die Zeit ein bisschen vorüber geht, weil ich bin erst bei 3 Minuten auf jeden Fall. Im Urlaub war ich auch mit meinem Cousin und einem Freund, ja, war ich in Polen, hatten halt ein Zimmer. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man alleine mit Freunden ist, ja, also da brauche ich jetzt nicht viel mehr zu erzählen, trinken und so weiter und so fort, ja, da will ich jetzt nicht ins Weitere gehen, ja, und ja. Auf jeden Fall kam ich dann wieder, komme so, neuer Leader, nix mitbekommen, Tubix ist ein neuer Leader, hab ich nix mitbekommen, aber wen juckt's, ja? Auf jeden Fall, weil Nedex auch inaktiv war, da konnte er ja kein Leader mehr sein, ja? Das war halt auch so ein, ja, wenn man inaktiv ist, kann man auch kein Leader sein und jetzt ist er wieder aktiv, aber er ist jetzt auch ein Member und hat auch nichts dagegen. Auf jeden Fall, ja, ich komme so in die Lobby, Crossbow, bist wieder back, Alter. Ja, nein, Spaß beiseite, auf jeden Fall krasse Leute, die haben mich wieder aufgenommen und ja, ja, was soll ich dann noch sagen, ja, im Hintergrund seht ihr natürlich das erste BO2 Gameplay hier und da wollte ich euch mal fragen, ob euch BO2 gefällt, ob ihr mehr Black Ops 2 sehen wollt oder ob ihr eher bei den Ghost Sachen bleiben wollt, also wir können auch so Gameplays, auch so Double Nuclear, das können wir auch natürlich alles bringen. Also wenn euch Black Ops 2 gefällt auf diesem Channel, dann lasst natürlich einen Daumen hoch, ja. Und schreibt es in die Kommentare, ob ihr RBO2 sehen wollt oder eher Ghost, ja. Natürlich will ich ja jetzt noch was, ein kleines bisschen was zu Advanced Warfare erzählen. Ja,
nach dem Trailer, richtig geil, ich fand es eigentlich am Anfang, ja, habe ich so gedacht, ha, das Rumgespringe, das könnte dann wieder so ein Problem werden, aber ja, dann habe ich mir so Visca Barca reingezogen, Marcel Scorpion, habe mir so die Gameplay so an sich angeguckt. Das Springen ist doch gar nicht so scheiße, ja, ist eigentlich ganz schön, ne? Und dann habe ich mir das so angeguckt, ja, ich denke, es wird ziemlich gut sein, aber man kann sich am Anfang echt keine Meinung bilden, weil es sind ja nur ein paar Game-Ausschnitte, aber also von Anfang an fand ich es schon ziemlich geil. Also man kann nicht sagen, dass es schlecht ist. Und ja, also die Grafik ist gut, alles ist halt gut. Jetzt kommt meine Schwester noch ins Zimmer, Alter, mach dich ab. Und ich finde, die Grafik ist gut. Das Rumgespringe hat mich am Anfang ein bisschen so genervt, aber ja, man kann es lassen. Und oh, da habe ich mal so eine kurze Meinung von Advanced Warfare erzählt. Und ja, sorry für die Versprecher, alles was da drin war. Sorry, und ich verabschiede mich dann. Und lasst ein Like da oder einen Kommentar, Alter. Lasst, wenn ihr das Gameplay brutal fandet, dann lasst doch ein Abo da, ja. Und ich sag da mal Tschüss, bis dahin. Amigos, adios, Alter.